Liebe Koblenzerinnen und Koblenzer, morgen in genau 2 Wochen ist Heiligabend. Und wir alle, glaube ich, haben uns darauf gefreut, mit der Familie, mit Freunden feiern zu können. Und das sieht momentan doch recht schwierig aus. Die Bundesregierung, die Länder diskutieren, ob es Lockerungen wie vorgesehen eigentlich an Weihnachten geben kann. Und an Silvester, glaube ich, ist schon die Erkenntnis gereift, dass es dort nur zu großen Einschränkungen kommen wird. Ja, es ist sogar vom zweiten kompletten Lockdown im Januar dann entsprechend die Rede. Trotzdem will ich Sie heute noch einmal motivieren. Es geht jetzt eben auf Weihnachten zu. Jetzt entscheidet es sich, ob Sie mit der Familie feiern können oder ob Sie eventuell in Quarantäne sich befinden und niemanden treffen können. Deswegen zählt es wie in den zurückliegenden Wochen auch, dass wir uns an die Regeln halten, dass wir Kontakte wie wenn möglich vermeiden, dass wir Masken tragen dort, wo es vorgesehen und vorgeschrieben ist, dass wir Abstand halten. Wir sind hier in der Stadtverwaltung Koblenz sehr intensiv dabei, das Impfzentrum aufzubauen. Wir hoffen alle sehr, dass bald die Zulassung für den Impfstoff da ist, dass wir mit den Impfungen beginnen wollen und können. Und dann soll es auch auf dem Oberwert an der Sporthalle losgehen. Dafür treffen wir momentan alle Vorbereitungen und wollen in der nächsten Woche fertig sein. Wir werden dann sehen, ob auch der Impfstoff vorhanden sein wird. Dazu bekommen Sie natürlich dann noch entsprechende weitergehende Informationen. Zum Schluss zu den Zahlen. Sie bewegen sich in einer gewissen Seitwärtsbewegung. Wir sind bei den Inzidenzwerten in den letzten Tagen, ja kann man sagen Wochen, immer über 100, aber unterhalb von 170. Es gibt mal gute und mal schlechte Tage, aber es gibt keine wirkliche Verbesserung. Auch die Menschen, die in Krankenhäusern untergebracht sind, liegt momentan bei unter 50, aber in den letzten Tagen konstant bei über 50. Auch das zeigt, wir kommen nicht so richtig bei der Bekämpfung der Pandemie voran. Deswegen an dieser Stelle einfach nochmal die Bitte, sich wirklich an die Regeln zu halten, die aufgestellt sind. Verlieren Sie den Mut nicht, gerade in einer Zeit, wo das vielleicht zunehmend schwerer fällt. Bleiben Sie hoffnungsvoll und versuchen Sie auch ein wenig diese Adventszeit trotz der vielen Einschränkungen zu genießen. Ich wünsche Ihnen auch dazu, ja, die Kraft und den Mut und auch die Besinnlichkeit, die gerade in der Adventszeit doch auch so schön und angenehm ist. Alles Gute.